So, moin moin und willkommen zum Part 2 von Let's Play Final Fantasy VIII Remastered. Ich habe jetzt offscreen schon mal ein bisschen gekämpft. Und mir ein paar Bosskarten organisiert. Kaktorius, den bekommt er von Guy's Eye. Ich habe keine 10 Guy's Eye eingeschlossen. Also Guy's Eye bekommt er zufällig auf der Karte gelegentlich. Oder wenn er am Gebirgsrand lang geht. Elviola, das bekommt er von Beißkäfer. Das ist immer ein bisschen tricky. Also ich habe auf der Switch ja auch gespielt, da habe ich glaube, 3 oder 4 Elviolas gehabt. Aus 70 Beißkäfern. Hier habe ich, glaube ich, 130 Viecher eingefangen und habe jetzt einen Elviola dabei. Nicht vergessen, ihr dürft, könnt maximal 100 Karten von jeder Sorte haben und ihr könnt auch maximal 100 Items haben. Das heißt, wenn ihr Karten in Items umwandelt, müsst ihr dann auch Items verkaufen, in Balam zum Beispiel. Weil ihr sonst nicht mehr genug tragen könnt, dann könnt ihr keine Monster mehr Karten einschließen. Dormin bekommt ihr von Stichraupe. Oder irgendein anderes Vieh, das ihr später erst bekommt. Also von Stichraupe könnt ihr die Dormin-Karte bekommen. Und die zwei Karten, die man noch am Anfang bekommen kann, die ich jetzt noch nicht habe, sind einmal die Shumi-Stammkarte, die bekommt ihr von Grat oder Archinodeines. Die werde ich nachher in der Übungshalle noch von Grat holen. Vielleicht auch offscreen, mal sehen. Und die andere Karte ist Kokutas, die bekommt ihr von Buell oder Bomber. Aber da wir noch nicht in der Feuergrotte waren, habe ich die noch nicht. Aber mit den drei Karten kommen wir erstmal sehr gut zurecht. Ja, und weil wir jetzt den zweiten Part haben, werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal unsere GFs zeigen. Wer das Spiel gar nicht kennt, das werden wir an der Stelle jetzt mal tun. Später werde ich die nicht mehr benutzen, weil es auch mehr Punkte für den Seedrang gibt, wenn wir die GF nicht benutzen. Aber zum Gucken können wir die jetzt mal nehmen. Da ich sie groß nicht benutze, ist meine Freundschaft zu meinen GF natürlich ziemlich schlecht. Deswegen dauert meine Leiste auch so lange. Das ist aber für mich, wie gesagt, irrelevant. Ah, okay. Ich habe gerade versucht rauszufinden, wo der Select-Knopf ist, um unten auszublenden. Das funktioniert auf dem Druckfeld in der Mitte des PS4-Controllers. So, wir werden uns jetzt bei Lamp ansehen. Und dann werde ich euch noch was anderes Cooles zeigen. So, normalerweise könnte man die Beißkäfer drei Angriffe machen. Squall und zweimal Quistis und er könnte sie seine Karte einschließen. Das Problem ist, dass Quistis ihre Peitsche schon jetzt eine Art Elementangriff hat. Das heißt, dass sie manchmal mehr Schaden macht. Das heißt, ich kann das nicht riskieren, weil sie den Beißkäfer dann tötet und wir dann Erfahrungspunkte kriegen, die wir nicht wollen. Das heißt, wir müssen entweder mit zwei Angriffen vorlieb nehmen oder versuchen, die Viecher an Karten einzuschließen. Ja, oder riskieren, dass sie sterben. Ich habe jetzt, wenn wir die Geschwindigkeit erhöhen, dass hier ein bisschen fixer geht. Halt, falscher Knopf. Jetzt hat Kotler wieder was gelernt. Also müssen wir ihm was Neues beibringen. Wir haben jetzt die coolen Wandler alle und die Karte haben wir auch. Das heißt, wir können ihm jetzt Kopplungen beibringen. Ich habe tatsächlich noch keine Zauber
Die können wir aus unseren Karten später herstellen, aber ich habe tatsächlich auch deshalb noch keine Zauber gekoppelt, weil ich nicht möchte, dass meine Charakter aktuell stärker werden. Weil ich ja aus Buell zum Beispiel noch eine Kokutus-Karte machen will und den würde ich sonst one-hitten und das ist nicht Sinn der Sache. So, dann machen wir noch Folgendes. Und zwar gehen wir jetzt mal in unser Item-Menü. Und da müssten wir eigentlich schon... Nein, haben wir nicht. Aber wir haben ja von Peak die Gaspar-Karte bekommen. Die werden wir jetzt umwandeln. Die werden wir beim Kartenspielen sowieso nochmal 100.000 Mal kriegen. Und die benutzen wir dann, um Schwarzes Loch herzustellen. Und Schwarzes Loch benutzen wir, um Quistis Desorinator beizubringen. Die Attacke schlechthin. Ist ein absoluter Geheimtipp. Wer am Anfang Angst hatte vor euch nur deines, ist nicht nötig. Desorinator ist der Hammer. Alles, was ihr braucht, ist eine halbtote Quistis. Der Rest läuft von alleine. Und Desorinator desintegriert jedes Monster, das kein Boss ist. Und ihr bekommt die vollen AP-Punkte. In dem Fall von Archon und Deines würdet ihr 25 AP-Punkte bekommen. Aber keine Erfahrungspunkte. Und ihr bekommt die Items. Besser geht's nicht. Jetzt werden wir uns noch kurz Balamp ansehen, nachdem ich unsere Charaktere ein bisschen geheilt habe. Unnütze Items können wir hier verkaufen. Ja, das ist Donner, das brauchen wir nicht. Oder Blitz, glaube ich. Wir haben 5 Zaubersplitter, 25 Fischflossen, da werden wir auch noch 100.000 Stück von bekommen. Ah ne, wir haben 2, okay, ist der Preis. Wir haben 2 Fischflossen, 8 Zaubersplitter. Gut, wir brauchen aktuell nichts verkaufen. So, jetzt werden wir gegen die Card Queen spielen, bis sie sehr klar ist, wie die Tauschregeln sich verbreiten. Im Prinzip, wenn wir gegen sie spielen und sie die Tauschregel full spielt, also dass wir alle Karten bekommen und danach gegen andere Leute spielen und nicht so oft gegen die anderen Leute spielen, behalten wir die Tauschregel full, was natürlich großartig ist. Ansonsten sind ihre Karten am Anfang noch relativ beschissen, von daher gibt es auch nichts, was wir von ihr bekommen könnten.
Diff ist auch ganz cool, allerdings müssen wir da sehr hoch gewinnen, um viele Karten zu bekommen. Deswegen bietet sich das nicht an. Ja, okay, sie spielt gerade nicht Tauschregel Full, das ist ein bisschen blöd. Aber das ist die Regel, die wir wollen. Die Spieler haben jetzt noch keinen Einfluss auf unser Seed-Rang, weil wir die Seed-Mission noch nicht gestartet haben. Ich glaube, wir könnten sogar Ifrit noch machen, das würde auch kein Problem sein, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, wir nehmen jetzt einfach Diff. Diff ist auch okay. Das wird ein Unentschieden, das ist natürlich bitter, aber nicht zu ändern.
Ah, Direct ist nicht gut. Da werde ich jetzt extra safe spielen. Ich kann es mir nicht leisten, meine guten Karten wieder abzugeben. Okay, jetzt haben wir Diff. Jetzt müssen wir nur noch gewinnen. Okay, die anderen haben wir alle. Oh, dann kann ich eine Karte nehmen. So, halt! Halt! In Balam gibt es eine Timer Maniacs. Wir können die entweder am Bahndamm einsammeln, die hier. Oder im Hotel. Wir haben sie jetzt hier eingesammelt, das ist die einfachere Variante. Der Hotelchef könnte mit uns Karten spielen, aber er darf nicht spielen jetzt gerade. Von dem können wir später Pandemonium gewinnen. Ansonsten können wir hier jetzt aktuell noch nichts bekommen. Jetzt habt ihr gerade gesehen, dass gewisses Element gekickt hat von ihrer Peitsche und sie dann mehr Schaden macht. Und wie gesagt, wenn sie dann nochmal angreifen würde, würde sie den Weißkipper töten. Und das ist rein zufällig. So, als nächstes werden wir uns jetzt erstmal... Ja, sie wird auf mich warten, weil sie denkt, ich habe was vergessen. Jetzt werden wir uns erstmal mit guten Karten eindecken, solange wir die eigentliche Mission noch nicht gestartet haben. Er zum Beispiel ist auch ein ganz guter Gegner, aber wir fangen mit ihm an hier, wenn wir ihn entfangen können. Da ist er. Na, bleibst du hier. Okay, ich werde die Geschwindigkeit mal wieder runternehmen. Dann ist er einfacher zu kriegen. Von dem können wir die Mokelkit-Karte erspielen. Aber es hat nicht geklappt mit Diff. Ihr seht, ich habe immer noch Tauschrei gewonnen. Es ist vielleicht Pech, aber oft funktioniert's. Und er hat auch die Mokelkit-Karte jetzt gerade nicht. Aber ihr seht, er ist schon ganz gut aufgestellt. Das heißt, mit dem Startdeck kann man gewinnen, mit diesen fünf schlechtesten Karten, die das Spiel zu bieten hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und da muss man schon ein bisschen frustresistent sein. Und deshalb ist es auf die Art und Weise doch erheblich einfacher. Thank you.
Ich baue noch ein paar dicke Karten, damit das besser läuft hier. Versuchen's mal so. Der Erbisbaum ist auf jeden Fall eine Karte, die wir haben wollen. Aus dem können wir Tornado-Zauber herstellen. Was an eine Stärke gekoppelt richtig gut ist. Und aus dem Gold Seal links daneben können wir Eisgar herstellen, wenn wir das wollen. Jetzt ist er mir davon gelaufen. Verdammt. Na, so sollte das doch laufen. Ah, da ist die Mokri Kit. Jawohl, die wollen wir haben. Sehr gut. So, und jetzt holen wir uns noch die Questeskarte aus der Cafeteria. Cypher, was trinken? Ich will auch mal was trinken. Ich will jetzt mal Wasser haben. Ignorieren. Okay, wir ignorieren das auch. So, wir wollen den da hinten, das ist Quistus Streep Fanclub Nummer 1. Und der hat die Quistus Streep Karte. Ah, und da seht ihr, Tauschregeldiff, da ist sie. Und wenn wir jetzt Glück haben und nicht so oft gegen den spielen und dann gegen andere spielen, bleibt die Tauschregeldiff erhalten. Hat den natürlich jetzt nicht, ist auch klar. Na, das Deck wird doch jetzt. Ne, Morbold ist nicht gut. Haben dann zu viele mit guten Zahlen in der Sämecke. Da ist die Crystal Stream Karte. Na also. Das sieht doch sexy aus. So. Sehr gut. Und da haben wir's.
Und jetzt, da wir ein anständiges Deck haben, ist es an der Zeit, ein paar gute Karten zu erspielen. Wir brauchen Elnoir-Karten, um. Wir brauchen 10 für ein Energiekristall und die Energiekristalle braucht man für so ziemlich jede Waffe. Und dann brauchen wir Stahlgiganten für Sternensplitter, da brauchen wir 3 für einen Sternensplitter und die brauchen wir auch für fast alles. Und da gibt es noch ein, zwei andere Karten, die ganz cool sind. Aber er hat jetzt gerade nur Behemoth. Ja, den nehmen wir mit, aber der ist eigentlich nicht so preis. Ich zeige jetzt noch ein paar Leute, die meistens ganz gute Karten droppen. Und dann decken wir uns ein, solange wir können. Das kann ich aber natürlich auch offscreen machen. Ich weiß nicht, warum er heute so beschissene Karten hat. Er ist sonst besser. Und hat ganz viele Elnoir-Karten. Sie hat immer noch ganz gute Karten hier. Okay, sie spielt gerade nicht mit mir. Ich weiß nicht warum. Vielleicht müssen erst Cypher und seine Kumpels verschwinden. Was los, Fujin? Squall, der Ordnungsdienst beschäftigt, stör uns nicht. Okay. Raging. Hey, du bist es mal, Squall. Fujin will uns mal was spendieren. Willst du auch was? Okay, Fujin Wut. Okay, jetzt schlägt sie ihn, glaube ich. Ne, sie tritt ihn, okay. Autsch, warum er sich das Auge hält, weiß ich zwar auch nicht, weil sie ihn gegen das Knie getreten hat, aber naja. Gut, und wir müssen an dieser Stelle, glaube ich, den Part beenden. Weil sonst die PlayStation das irgendwann für mich selber tut. Und deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.